Jetzt habe ich alles hier drin, was ich so besitze. Gerade aktuell. Da muss ich sagen, ich ziehe sie schon gern aus, wenn es der Untergrund erlaubt. Auf Beton, da habe ich immer noch mal gern so Gummirichtung da ohne, Vorrichtung da drunter. Und mit schön Leder. Also, die habe ich jetzt schon, glaube 2 Jahre. Ey. Also, erstmal ganz wichtig: hier so Tuch. Das ist sozusagen mein Survival-Tuch. So geil, ey. Also Survival-Tuch, weil damit kann ich alles machen. Neue Frisuren, mich warm halten, Kaffee filtern, Kopfkissen, Decke, ist einfach hammermäßig, ey. Unterhose. Was Feines. Hesse-Dog Bio-Merch. Also kann man bestellen. www.hessedog.shop. Poncho, Leute. Poncho, 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 Poncho. Ah, gibt einfach nichts Besseres. Kurzer Überwurf. Kurze Reinwürfe. Ah, sozusagen immer Decke dabei, gell? Rotzlappe. Wird natürlich gewaschen. Oh, Moment. Kopfhörer, ja. Zammeklapper, wenn sehr extrem benutzt, muss ich sagen. So ungefähr, gell? Dann ab da rein ins Handy, paar Beats machen. Gibt natürlich auch ein Ladegerät. Das ist nicht von mir. Das ist auch nicht von mir, das ist auch nicht von mir. Ah! Wolldecke, ja? Oh, ist das gemütlich, ey. Und ich schlafe auf zwei Schaffelle aufeinander genäht. Bio. Hier so Zammerrolle, ja? So. Zammerrolle. So. Seitewechsel. So, ab in die Decke da, gell? Seitewechsel. Kommt dann rein. Bisschen Rolle. Achtung, und jetzt Seite einschlage. Und weiter Rolle, 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 Rolle. Jetzt ist es so, ja? Brauchen wir wieder Survival-Tuch. Wieder ein bisschen Aufrolle. Survival-Tuch. Neilege. Zammerrolle. Jetzt kommt was Wichtiges. Aufpassen bitte. Immer mal Kottel dabei. Zack. Zack. Und jetzt schön der Zammerknüttler. Jetzt können wir schon los. Das ist geil, oder? Willkommen am Schreibtisch. Da haben wir natürlich eine Brille. Da ist Pulver drin. Die habe ich mir erarbeitet durch eBay Kleinanzeige Verkäufe. Jetzt sind sie meine. Beutel, um gewisse Sachen neu zu tun, wie zum Beispiel Handschuhe. Und Brille. Und die Geldbeutel. Und Maske und noch ein Tuch. Sude mit. Und dann. Sind wir griffbereit und nehmen, wenn was sein soll. Ah, das kann ich mal wieder einnehmen. Das ist nur von vertrauenswürdige Imker. Zu inhalieren. Propolis. Eigene Herstellung. Ah. Ist gut für alles, ey. Wirklich. Steuererklärung. Einfach ein paar Tröpfchen drauf machen. Ready? Ich habe natürlich Hesse-Dog Signature Jacke an. Dann Hesse-Dog Merch. Das ist Ghetto-Shirt. Und dann 100% Bio-Schafschuhwolle Weste gemacht. Und feinste Lederhose. Hammermäßig. Das ist ein Original Hornkamm. Funktioniert so. Spitzenmäßig, ey. Und gibt's einen Trick?
Und zwar der Hornkamm, der braucht ja gewisses Fett. Also nimm dir das Fett von der Haare runter. Das ist nicht geil, ey. Früher im Mittelalter haben sie morgens und obens und Mitte drin immer gekämmt und mit verschiedenen Kämmen, weil da hatten sie ja Angst, sich zu waschen und so weiter. Jedenfalls kann ich nur empfehlen. Irgendein Kammmacher suche da in der Nähe, in der Umgebung, da sollte was Schönes, also Hammer. Kann man natürlich auch hier rein tun. Oh, richtig teure Schere da, muss natürlich immer justiert werden, ja. Genauso was auf den Tisch kommt. Hesse Doc, Stech Apparillo und das, also ich bin gut ausgerüstet, würde ich sagen. Und wenn wir schon beim Messer sind. Da haben wir noch das Kleine, das ist sozusagen, wenn es schnell und knackig sein muss, ja, kann auch schmutzig werden, ey. Sozusagen das Tool für alles. Haben wir noch mehr scharfe Sachen. Rasierhobel, ja. Naja, könnt schon mal wieder, ja. Gibt es natürlich auch passende Klinge dazu. Kommt alles auch hier in den Beutel rein, kann ich ja mal demonstrieren. Also Schere da rein, ja. Moment. Einmal schön einpacken. Ist der Watzklapper. Und rein. So, dann Hobel da rein. Klinge da rein. Propolis da rein. Ui. Mit der Zahnseide ist so Thema, ey. Wichtig und feinstes Biomaterial nur. Aber am liebsten hätte ich doch was Einfacheres, wie ein Grashalm oder so. Aber das geht nicht immer, gell? Von daher, Donai. Achtung. Ja, das ist meine Zahncreme. Also. Einfach nur immer kurz den Mund ausgespült, schon Blitzeswitter. Geil, ey. Heimische Kohle aus dem Odenwald. Dazu Salz und noch Salbei, damit es einen Geschmack hat. Das wird dann gemörsert. Und schon habe ich fast kostenlose Zahncreme. Ah ja, und Aktivkohle und so. Ah ja, das do. Kann ich auch mal runterschlucken. Räumt den Magen auf. Kann man noch. Kann ich doch so, oder? Da kommt natürlich der Nein, ey. Waschlappe. Das ist sowas von eine geile Seife. Bio! Für Haare, Body und Soul. Kommt der Nein, ey. Ah ja, Handtücher gibt es dann hoffentlich immer vor Ort. Sonst nehmen wir das Ghetto-Shirt. Donai. Ihr wisst's, ne? Das da, ne? Das kommt immer an den Mann, ey. Zack, neu in die Tasche, das brauchen wir ja. Jetzt können wir auch schon los. Ja, jetzt haben wir los, ey. Hier steht der Auto, ja. Mit so einem Anhängerlitter dran. Da liege ich aber nachher nicht drin, oder? Ich bin froh, wenn ich so wenig Sachen dabei habe, weil dann kann es auch schnell losgehen und übergehen und. Und was ist das hier? Das ist nur ein Hund. Durch das Haussitting bin ich natürlich auch irgendwie dran gewöhnt, jetzt auch mal öfters umzuziehen. Und dann ist natürlich, je mehr Sachen ich habe, umso schwieriger und so kraftaufwendiger ist das. Also geht's mir. Das ja, will ich möglichst einfach halten. Ja klar, mit dem Obi umziehen, ey. Und noch zwei Koffer dabei, ey. Und dann noch in ab die Bahn. Und ein Maverick. Nee. So Kleinigkeiten halt, ne? Habe ich einen Schrank? Ja, dann tue ich natürlich was nein. Habe ich keinen Schrank, kann ich ja nichts nein tun. Und angefangen hat es, als ich eigentlich so gedacht habe, oh, jetzt muss man alles minimalistisch sein, halt extrem ausprobieren. Erstmal alles weg. Habe ich dann auch gemacht. Verkauft auf eBay oder sonst wo, verschenkt, auch weggeschmissen. Und dann, ja, als es dann so weg war,
habe ich dann gesagt, was brauche ich denn eigentlich? Und ich habe so einen Prozess gemacht, weil erstmal alles weg, dann ist wieder alles clean, ja. Und dann kann ich wieder drauf aufbauen. Geil. Ja, dann komme ich auch schon zu meinen alltäglichen Gegenständen, die ich dabei habe. Heute haben wir Taschenlampe. Feuerzeug und so Klebeband drum, wenn mal was geflickt werden muss. Hey. Der Aufreißer. Selbst geschmiedet aus so einem Baustahlnackel da. Zack! Gehen die Bierflasche auf. Ja, und natürlich mein Smartphone. Sonst könnte ich das ja doch nicht aufnehmen, ey. Also ich habe auch schon mal anderthalb Jahre ohne Smartphone gemacht. Also als es die Smartphones schon gab. Ganz bewusst darauf verzichtet. Und na, was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Aber ich habe es auch mal gemacht, weil ich einfach zu lange an dem Ding dran war. Und dann musste ich es auch einfach erstmal weg. Geil. Und dann wieder benutze und dann weiß ich ja, wie ich das bediene und dass das mich nicht bedient und so weiter. Ja. So ganz einfache, ich sag mal, Lernübung, gell? Probieren und optimieren. Oh, was haben wir denn da? Hey, geil. Pfefferminzlikör. Ja, dann will ich mal anstoßen mit euch, du, auf die 2000. Ah, geil, ey. Schön frisch. Christstolle zum Mitnehmen, ey. Hast du geschenkt gekriegt. Vielen Dank. Ich trage natürlich auch keine Kleidung für die Augen, ey. Folgendermaßen eine Nachtsichtbrille. Ey, ist einfach zu geil. Macht mir riesen Spaß, ey. Ja, und dann kommt sowas dazu wie so ein Stecker. Wie lange ich den hab, keine Ahnung. Wenn er auseinanderfliegt oder ich ihn irgendwo abgib, weil jemand anders den nehmen soll. So wäre die Idee. Do, ey, alles voll do. Ich dachte, es wäre Waldmeister. Ah, doch, jetzt. Geil. Die wichtigste Sache, die kann ich eh nicht. Also die. Was? Die kann man doch eh nicht festhalten. Also, ich kann die nicht festhalten, die wichtigste Sache. Höchstens hier aufnehmen. Aber so Gegenstände benutze, dass die halt mich nicht benutze. Das habe ich geübt. Oh, mal gucken, dass da niemand kommt. Und? Ja, haben wir geschafft. Gute Gegenstände, ja. Die können von mir aus auch, also dann richtig gescheit sein, wenn ich die halt immer brauche. Oder die wichtig sind für mein Tun. Aber dass trotzdem die, wie gesagt, nicht mich beherrsche, sondern ich die benutze, um das zu machen, was ich machen will. Ist ja der Hammer. Mein Christbaum, beziehungsweise der, wo gerettet wurde, von der Erdaushubarbeite. Da bin ich gerade unterwegs. Oh, da ist noch Betrieb, ey. Cool. Ich sag mal so, war ein geiler Abend.